EDIUS 10 ermöglicht ein hardwarebeschleunigtes H265-Encoding durch NVIDIA GPU oder Intel QuickSync. Mit EDIUS 10 wird auch ein H265-Software-Encoder eingeführt. Im H265-Export-Dialogfenster können Sie nun die Hardware-Codierer-Option deaktivieren. Das Video wird dann per Software-Encoder exportiert. Die Software und Intel QuickSync H265-Encoder ermöglichen jetzt auch den Export von Interlaced-Material. Hier kommen Sie zum nächsten Podcast. Abonnieren Sie hier unseren YouTube-Kanal. Mehr Tipps und Tricks gibt es in unserer EDIUS Podcast-Playlist. Weitere Infos zu EDIUS, passende Plugins, Lernkurse, aktuelle Downloads und vieles mehr finden Sie auf edius.de.